in Untergrün, wo ich mit euch Zeit verbring und ein paar Lieder sing, was sich gut unterhält. Heute Nacht in Untergrün, wo ich nicht allein bin, wer bin ich herbring, ich sag jetzt noch. Hallo, willkommen hier im Herzen Unterkriegs, grüße! Mit Kultur ist wieder angetreten. Wir sind hier farbig, froh und schön, dass Sie selbiges haben. Schöner Pyjama, den Sie sich da ausgesucht haben für heute. Kess. Die zwei, die heute kommen, werden viel zu erzählen haben, werden mit uns singen und musizieren. Und es ist die Miriam Wechselbraun und der Wolfgang Buschen. Die anderen brauchen es noch nicht wissen. Ja. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Ich persönlich scharre bereits in den Startlöchern, wie man so sagt, und frage mich nur wieder einmal diese altbekannte Frage, auf was warten wir eigentlich noch? Auf dich! Lass uns endlich loslegen, machen wir es uns mit einer Notchie. Singer! Naja, Ballroom ist jetzt nicht so unbedingt, aber gemütlich, oder? Da kann man da sitzen mit irgendeinem Hemd, ja? Gemütlich ist bei uns. Und außerdem, Dancing Stars und ich, geht sich nicht ganz aus. Sind wir sicher und ehrlich. Aber ich freue mich sehr, dass sie bei uns ist, die Moderatorin dieser Sendung, aber sie ist ja noch viel mehr. Moderatorin von viel, Schauspielerin. Synchronsprecherin, extra für Sie zu Hause und für uns hier aus der Weite angereist. Begrüßen Sie mit mir Miriam Wechselbraun. Ja. Die können alle spielen, gell? Ja. Ja. Wo da das ganze Orchester normalerweise aufgeigt, bei euch reichen vier hier. Ja. Ja, ist ja Wahnsinn. Sie wissen, das dürfen Sie gar nicht wissen. Es ist schon gut, dass dort viele Menschen spielen. Ja? Da möchte ich nur sagen. Bitte, liebe Miriam Wechselbraun, als erstes ein Getränkewunsch wäre von dir abzugeben. Was gibt's denn? Jede Menge Bier. Aber auch Wasser natürlich. Gibt's einen Wein auch? Weiß oder rot? Einen weißen. Perfekt. Bin ich kompliziert? Nein. Okay. Noch nicht. Geht noch. Ich hätte gern ein helles, bitte. Sehr gern. Siehst du? Der Johannes kümmert sich um uns. Nein, ich vertrage Bier nicht so gut. Weil? Du schläfst sofort ein. Nein, ich fange an zu tanzen. Relativ schnell. Ja, aber... Das hätte Bier, bitte. Ja, heute kann sein, oder? Das kann nicht schaden, Leute. Dancing, Miriam Wechselbraun. Du, wir haben einen Gegenstand. Schau, das bricht mir gleich in der Hand, weil ich so wenig damit umgehen kann. Es ist eine Schachfigur. Ja. Ja? Schach hat in deinem Jugendleben eine große Rolle gespielt, habe ich gelesen, weil du sogar an Turnieren in Tirol teilgenommen hast. Wie können wir uns das vorstellen? Naja, ich kann mich dunkel erinnern, dass ich glaube, ich habe Freistunden gekriegt dafür. Ah! Und dann habe ich Schach gespielt. Nein, ich mochte, lustigerweise, ich war jetzt in der Schule nie wahnsinnig gut, aber ich mochte Latein zum Beispiel gern, weil man sehr strategisch vorgeht. Mhm. Und Schach ist auch sehr strategisch und du denkst vor und so und das mochte ich sehr gerne. Spielst du noch? Na, kaum. Kaum.
Aber früher schon öfters. Ja, 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 immer wieder. Und das Strategische, habe ich gelesen, hat dir auch sehr genutzt, weil zum Beispiel in der Zeit, wo du angefangen hast, Hitparade zu moderieren, um es einfach auszudrücken, hast du behauptet, du hast da immer sehr gut, wenn du das da so vorher durchgelesen hast, sehr gut immer die Reihenfolge gemerkt, das wer wann was. Ja, komplettes unnützes Wissen habe ich in meinem Kopf gespeichert. So wer mit welchem Song wann auf welchem Platz war. Es hat mir nie irgendwas gebracht, aber es ist sehr schnell gegangen. Ich vergesse es dann auch wieder sehr schnell, aber... ja, na, ich weiß noch beim Schach, immer wenn ich gegen einen ganz starken Gegner habe spielen müssen, so gut war ich nämlich nur gar nicht, ich war nur schlau. Ich habe dann, der Gegner hat einen Zug gemacht und ich habe alles nachgemacht. Und das hat den wahnsinnig irritiert natürlich, weil was ist der Plan hinter dem Ganzen? Ja? Und dann habe ich meistens auf Zeit gewonnen, also es war ein faules Spiel. Also, kein paradoxe schlaues. Intervention quasi. Ja, ja. Ja. Prost, Prost, du cleveres Kerlchen, Lieschen eigentlich in dem Fall. Prost. Und wie kam es jetzt vom Kind, das die Freistunde bekommt, weil es Schach spielt, bis zum Bravo Girl 2000? Was du ja wurdest, dieser Titel steht dir zu, der ist dir nicht mehr zu nehmen. Ja, ich konnte damit schon wahnsinnig viel einkaufen. Dieser Weg kam einfach zustande. Das waren eigentlich nur 2 Autostunden nach München. Und dann gab es da ein Casting und ja, und dann bin ich immer weiter eingeladen worden und irgendwann haben sie gesagt, das bin dann ich. Es gibt wirklich extrem entzückende Fotos von dir, quasi. Ja. Wir haben es nicht da. Danke. Wir haben's nicht da. Wo du dich so bewirfst mit so einem neckischen Hüft-Dings, quasi so effektiv. Ich weiß nicht, das war das allererste Shooting, das ich jemals gemacht habe. Und dann kommst du da hin und dann hängen diese ganzen Outfits in nur Farben, die ich sonst nie anhabe. Und dann stehen lauter Menschen da, die dich schminken und anziehen. Und wie alt war ich? 17 oder so und fand das ganz toll, ja. Ja. Und dann bist du Bravo Girl 2000 geworden. Mhm. Was hat man da gekriegt? Eine Trophäe? Einen Geldpreis? Nix. Nix. Nein, ich hab, eine doch, Erwähnung bei Denkenskultur. Ja. Na, was habe ich bekommen? Ich glaube, wir haben... Nein, nix. Tatsächlich nix. Wenn es mir nicht einfällt, dann wird es schon nix gewesen sein. Nix Wichtiges für dein damaliges Alter, auf alle Fälle. Und trotzdem hast du dann damals schon auch im Radio gearbeitet, in Tirol, als ganz junges Mädchen. Eigentlich. Ja, genau. Wie kommt man auf das von Anfang an? Wolltest du nicht, also nicht ein bisschen Tiere beschützen Zufall. Oder so? Also. Nein, es war ein bisschen ein Zufall. Ich habe jemanden besucht bei diesem Radiosender und habe dann mit dem Programmchef angefangen zu reden und der meint, Max, du hast das Radio schon mal überlegt. Und dann habe ich angefangen und zwar, ich weiß noch, in der Morning Show als Sidekick und wurde schnell abgesetzt, weil ich wahnsinnig schlecht war. Nein, ich bin auch oft nicht pünktlich erschienen, ja. Was bei einer Morgensendung nicht gut ist. Nein, aber ich war auch nicht gut. Also ich habe das nicht gelernt. Das ist halt schon alles, man stellt sich immer vor, dann moderiere ich ein bisschen. Aber es ist unterm Strich ein Handwerk, das man lernt. Und und das habe ich nicht beherrscht und habe dann auch freiwillig gesagt, na gut, dann gehe ich und habe dann Redaktion gelernt erst einmal, damit man weiß, wie mache ich das denn, was ich da sende. Es hilft schon, wenn man lernt, wie man Radio macht oder wie man Fernsehen macht, wenn man als Moderator dann arbeitet. Und dann direkt Viva Plus? Mhm. Wie hast du dich da beworben oder wurdest du, weil du Bravo Girl warst? Nein, das Bravo Girl war ihnen total wurscht. schön wäre es gewesen. Nein, ich bin zum Streetcasting. Auf der Straße haben die einfach Leute gefilmt und dann, ja, auch da dasselbe ähnlich. Bin dann eingeladen worden und irgendwann haben sie dann genommen und dann, weiß ich noch, habe ich Silvester noch in Innsbruck gefeiert und war auch vorher noch nie außerhalb und am 1.1. Bin ich allein nach Köln gezogen. Oh. Und und habe dann in einem Plattenbau in Köln gelebt, in Ehrenfeld und habe dann meine Sendung dort gemacht. Musstest du dir ein Tirolerisch abgewöhnen oder hattest du das nie, sobald eine Kamera auf dich gerichtet war? Ich habe das generell jetzt, also meine Mama hat auch nie so ganz Tirolerisch mit uns geredet. Und ich bin generell sehr melodisch im Sinne von, ich höre so Dialekte schnell und dann färbt es ab. Und inzwischen ist es so, nennen wir es Moderationssprache ein bisschen. Also wenn du in Tirol bist, sprichst du tirolerischer, als wenn du Ja, das schon.
Ja. Und wenn du in England bist, hört man dann, weil du ja dort lebst, hört man dann die Tirolerin raus? Wird dir das angedichtet? Nein, sie können oder? Meistens nicht zuordnen, von wo. Ich habe schon einen Akzent, aber sie würden jetzt nicht sagen, eigentlich deutsch-muttersprachig oder tirolerisch, sondern manche sagen Skandinavien oder so. Aber ich habe da auch eine Sprachlehrerin genommen, weil ich spiele so gern mit Sprachen und ich mag Sprachen so gern und habe dann auch versucht herauszufinden, was ist denn das Britische? Wie spreche ich denn was Britisch aus? Weil ich es schön finde. Ich mag das British English sehr yes. gern. Yes. Yes. Als Gast wo zu sitzen, ist für dich sicher sehr ungewohnt, trotzdem du sicher oft privat wo Gast bist. Hoffe doch, dass du viele Freunde hast, wo du oft eingeladen wirst. Aber normalerweise ist es schon so, dass irgendjemand zu dir kommt oder in die Sendung, die du moderierst, oder zu einem Interview oder so. Und jetzt ist es umgekehrt. Ist das komplett verrückt? Und denkst du die ganze Zeit, was fragt mich die? Ich hätte schon was ganz anderes was gefragt. Was mache ich da? Ich brauche immer ein bisschen Zeit zum Aufwärmen. Ich finde, als Gast muss man oft so auf Knopfdruck separat sein und man weiß nicht genau, was passiert. Und ich lasse mir jetzt auch nicht, ich frage vorher nicht ewig lang, was werde ich jetzt gleich gefragt. Und ich brauche immer ein bisschen Zeit, bis ich aufwärme. Ja, ja. Ja. Und hast du mit dieser Rücksichtnahme auch deine vielen, vielen Interviews geführt? Ich habe gelesen, in deiner Zeit MTV, Viva, ich mein, auch dann später in die ganze Harald-Schmidt-Zeit, Wetten, das, wo du überall warst, ich mein, du bist mit unfassbar vielen Leuten zusammengekommen, denen du ein Mikro unter die Nasen gehalten hast. Gewöhnt man sich da so einen gewissen Ablauf an Respekt? Respekt vor dieser Wartezeit oder sagt man, ich habe nur 2 Minuten, komm, jetzt brauche ich die Infos? Nein, ich finde die 2 Minuten immer am schwierigsten, weil da wartet sich die Redaktion immer was Gott was, aber ich verstehe, dass ich kann ja nicht einem Wildfremden auf einmal verlangen, dass er mir was Gott was erzählt. Ich finde, das A und O ist dann immer die Vorbereitung, weil darauf basierend kannst du dann über alles Mögliche reden. Und das habe ich dann immer ein bisschen beruhigt und ja, so hat es funktioniert. Ich habe viel, viel, viel Recherchezeit immer investiert. Mhm. Wer war das Schwierigste? Es gab zwei, ich habe ein ganz schlechtes Wochenende gehabt. Und zwar habe ich TRL moderiert, das war meine Live-Sendung bei MTV, und da kam Mariah Carey. Und ich hätte sie so gern, so sehr gemocht, weil sie ist ja die Diva. Weißt du, zum Ende, ja. Ah, okay. Na, und die kam schon mal so die Treppen runter und hat mir dann die Hand so gegeben. Also ich wusste gar nicht, was ich damit mache. So. Und, Küssen! Hallo! Und dann sind wir da gestanden und wir sind nicht warm geworden. Und der Producer hat irgendwann eins innen gesagt, bitte hört's auf. Und dann war ein Freitag, ich weiß noch, am Abend war dann die Echo-Verleihung, wo sie natürlich auch zu Gast war, wo ich den roten Teppich moderiert habe. Und dann war noch Wetten, dass, und da war sie auch. Verdammt! Und die, vielleicht lag es auch an mir, aber ich hätte sparen können. Wirklich? Ja. Aha. Es so war echt schwierig, weil ich finde die super, ich meine, die hat was geleistet und auf Basis dessen hätte ich sie so gern sehr gemocht, aber es ist mir nicht leicht gefallen. Ist das überhaupt die Krux, wenn man die Möglichkeit, wo viele Leute sagen, oh, die darf mit dem in einem Raum sitzen oder die darf Justin Bieber interviewen oder so, dass man sich dann im Endeffekt denkt auf, mir wäre lieber gewesen, ich hätte ihn gar nicht kennengelernt, weil so ja. wie ich im Kopf habe. Aber du, die müssen gar nicht nett sein. Ihr wart nicht, dass ich mit jedem Interviewpartner Freund werde. Ja. Zum Beispiel Naomi Campbell zum Beispiel, die war jetzt auch nicht easy, aber die war halt sehr spannend. Und ja, hat interessante Antworten gegeben, hat sich alles angehört. Wahnsinnig gut gerochen, die Frau. Wirklich gut. Du bist dir so nahe gekommen. Aber das war kompliziert, alles rundherum. Absage, Zusage, Absage, Zusage. Aber das Interview selber war interessant. Also ich muss nicht beste Freunde werden, das brauche ich nicht. Aber ich will ein interessantes Interview. Und wenn jemand zum Interview kommt, dass er vielleicht auch Lust drauf hat. Weil ansonsten ist es halt schwierig. Weil wenn jemand schon ohne Lust zum Interview kommt, dann, was soll ich dann? Ja. Michael Gorbatschow hatte auch Lust. Der war ja, sehr spannend. Da wäre ich nervös, da würde ich sterben vorher. Ja, wobei auch da, so Vorbereitung finde ich beruhigt mich immer, in jeder Sendung. Ja. Es kann auch nur Dancing Stars sein, aber wenn ich mich gut vorbereitet fühle, dann entspannt mir das. Und beim Gorbatschow war es halt das Einzige, dass wir einen russischen Übersetzer gehabt haben. Also es war so diese Dreiecksbeziehung, die immer ein bisschen schwierig ist, weil du kannst nicht direkt nachfragen, du musst immer warten und so. Das ist bei Interviews, die übersetzt werden müssen, immer schwieriger. Da kommt man nie so in einen Fluss rein. Aber ja, das war auch sehr spannend, ja.
Habt ihr über Schach gesprochen? Über eure gemeinsame Vergangenheit? Das Schachspiel? Ja, stundenlang. Ja, das war ein sehr spannendes Interview. Ja, denke ich mir. Aber du bist quasi nicht hängen geblieben eben bei dieser Jugendmusik-Fernsehgeschichte, wobei ja das mittlerweile MTV, das war super. Viva, das gibt es ja eigentlich nicht mehr so. Jetzt, also ja. Ich finde Deluxe ja. ganz gut, weil die wieder viel, viel Musik spielen und viel Clips. Und deshalb bin ich damals zu MTV und zu Viva, weil ich großer Musikfan bin und Videoclips, was du kreieren kannst mit einem Videoclip, wie du einen Song unterstützen kannst, ich fand das immer ganz toll. Und Deluxe macht sich wieder sehr toll, finde ich. Und es war aber eine super Zeit, weil du hast nie mehr diese sorglose Fernsehzeit gehabt. Weil inzwischen, dreht sich viel um Quoten. Wenn du keine Quoten bringst, dann gibt es die Sendung vielleicht nicht mehr. Und ich war es noch bei MTV oder bei Viva Plus. Und dann habe ich gesagt, na, könnte man vielleicht das mal machen. Und sie haben gesagt, ja, mach, probier es aus. Ja, und dass man sich mal ausprobieren darf, das gibt es kaum noch. Und das ist ein bisschen schade. Und dadurch gibt man bestimmten Sendungen gar keine Chance mehr. Alles muss rundlaufen und cool sein. Und man darf nimmer deppert was ausprobieren einfach. Aber aus dem entstehen ja oft tolle Sachen. Nur, ja, und das war die Zeit, die Musikfernsehzeit eigentlich. Da bin ich sehr dankbar. Was hat sich jugendkulturell verändert? Weil du warst ja damals mittendrin. Ich war mittendrin und ich war es, als ich aufgehört habe. Auch Freunde von mir, die bei MTV mit mir gearbeitet haben. Du lebst da sehr lange in dieser Bubble. Du beschäftigst dich nur mit diesen Themen und dann steigst du aus und du merkst, ich bin auch älter geworden. Was ist jetzt eigentlich rundherum? Weil man sich immer mit dem nur beschäftigt. Es ist halt alles schneller geworden und weniger Geduld ist da und die Leute hören weniger zu. Du bist ein Boxfan? Ja, ich gehe gern boxen. Ich war gestern mit, tut alles weh. So richtig mit nur gegen diesen Sack, nein, der da so oben hängt? Ich habe Sparring angefangen. Persons. Mhm. Wirklich? Mhm. Wie, warum? Ich meine, es tut ja auch weh und so. Also ich denke, oh. Ja, nein, Minigolf. Also yeah. Sparring. Ja, das ist auch Sport, ist man in der freien Natur. Ja, ja, ja. 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 Nein, in der freien Natur bin ich nicht. Ich weiß nicht, ich habe das irgendwann mal angefangen aus purem Interesse und dann bin ich hängen geblieben dort in dem Studio und mache das sehr gerne. Und so mit Zahnschutz und Helm? Und ja. Weißt du, das war nur beim Sparring, also jetzt nicht beim normalen Training, da habe ich nur meine. Aber ich habe mir, das war sehr aufregend, ich habe neulich meine ersten eigenen Boxhandschuhe mir gekauft, also so gute, nicht die, sondern so, wo ich das Gefühl habe, jetzt kann ich ja. Da geht jetzt was. Nein, hat man da das Gefühl, dass man sich so spürt, kraftmäßig, oder dass man auch austeilen könnte, wenn es sein muss? Nein, ich wäre die Erste, die rennt. Obwohl mein Boxtrainer, und ich weiß nicht, ob er das als Spaß sagt, weil manchmal, er sagt, let's go to a pub. Huh? You and me, we go to a pub and I start a fight. And mit dem gehe ich nie was trinken. Uh-huh. Nein, das glaube ich nicht, dass ich das könnte. Aber ich könnte jetzt Streit anfangen, oder? Und hätte dich als Bodyguard dabei. Also du könntest mich schützen. Nein. Auf das würde ich jetzt nicht setzen. Okay, wir sind alle friedlich hier. Da brauchen wir dann den Minigolfschläger. Ja, mit dem geht's besser. Aber wir haben ihn gekriegt. Welche Musik hast du damals bei MTV? Jetzt kannst du das ja sagen, als Moderatorin damals war es ein bisschen schwierig, wahrscheinlich zu sagen, auf das finde ich nicht gut und das finde ich gut. Na, was gar nicht. Du kannst ja, das Schöne war, ist, dass sie dir schon erlaubt haben, eine Meinung zu haben, was ja viel oft Frauen im Fernsehen wird eine Meinung abgesprochen, vor allem wenn du Unterhaltung machst und dann werden Frauen gern darauf reduziert, dass sie ein schönes Kleid anhaben und dann sollen sie mal so. Und das war bei Musikfernsehen, auch bei MTV, nie so. Die haben eigentlich das gefördert. Nur du musst es halt anders verpacken. Du kannst auch fragen, du kannst auch ein Interview so führen, dass du sagst, hey, ich muss nichts Gemeines sagen, aber derjenige wird sich schon selber aufplatteln. Ja, also, das kenne ich gut. Weil, ja? Das funktioniert doch auch super immer. Ja, man muss manchmal nicht viel machen. Weil oft können es Leute nicht so lange verstecken. Mhm. Ja. Es kommt dann zutage. Aber was waren deine Favorites damals, wie du, ganz ehrlich, wie du moderiert hast? Ich mochte gern immer deutsche Musik, deutschsprachige Musik, weil Deutsch sehr viel weniger vergibt als Englisch. Englisch, also ich weiß noch, als mein Freund mir zum ersten Mal gesagt hat, I love you, und dann dachte ich mir so, wow, Riesending. Bis ich mitkriege, das sagt er zu jedem zweiten, love you, bye. So, also das ist, Englisch ist sehr viel schneller und man fragt jemanden, wie geht's dir, man meint's aber nicht und es ist alles, vergibt sehr viel mehr. Ein guter deutscher Song, gut zu schreiben, ohne dass
dieses Abrutschen und Schlager wird und kitschig wird, das ist so schwer. Und ich habe das immer so geschätzt, dass ich oft an deutschsprachiger Musik hängen geblieben bin. Und das Gute daran ist, du hast dir auch einen deutschsprachigen Titel genau ausgesucht. Genau deshalb, ja. Nämlich was denn? Von Matzen, Du schreibst Geschichte. Das finde ich sehr schön. Wir haben uns sehr darüber gefreut. Ja, ich mich auch. Ja, ja, schauen wir mal, ob du dich danach auch noch freust. Ja, sicher. Damen und Herren, hier ist sie, Miriam Weichselbraun. Weil die Welt sich so schnell dreht, weil die Zeit so schnell vergeht, kommst du nicht hinterher. Weil die Hektik sich nicht legt, du in der Masse untergehst, bist du ein Tropfen im Meer. Doch du lebst länger als ein Leben lang. Du bist das, womit alles begann. Denn du schreibst Geschichte. Jethro Tull, Ian Anderson, Locomotive Breath, ein Lied, wirklich, das ich 100 Milliarden Mal gehört habe. Mein Papa hat so gern, gell? Ich kann das singen von vorn bis hinten, das machen wir jetzt aber nicht, ja? Sondern wir haben einen Herrn da, der eine Geschichte hat mit diesem Lied, ja? Man könnte jetzt sagen, falsch ausgesprochen, Jethro Tull, ja? Ein Herr des Jazz kommt zu uns. Er spielt Saxophon, er spielt Klarinette, er spielt Querflöte, er spielt eigentlich alles. Außerdem ist er Professor, ist ein bisschen Hochachtung, ja, Respekt, nehmen Sie ordentlich die Haltung ein zu Hause. Ja. Ich freue mich sehr, dass er bei uns ist, der erste Hipster Klagenfurt. Großen Applaus für Wolfgang Buschnitt!
Wahnsinn. Und sofort kommt der Beschwerde vor sich hertragend zu mir. Und soll ich nicht Professor sagen zu mir? Das hat er gesagt. Ich darf nicht Professor sagen, ja, aber du bist ja der Herr Professor. Ja, aber ich schaue so auch schon alt genug aus. Also so. Da muss man nicht noch unterstreichen. Also Wolfi. Ja, quasi. Bitte. Ja, Wolfi, was willst du denn trinken? Im Moment vielleicht einen Soda Zitronen, bitte. Ach was? Ja, gut, schau her. Gut. Magst du auch noch einen Wein haben? Ha? Ja, wenn du mir aufdrängst. Ja, hiermit habe ich von Miriam Weichselbraun einen Wein aufgedrängt. Ich hätte auch gerne noch ein Glasl, ja. So ein helles. Ja. Danke. Dankeschön. Lieber Herr Wolfgang Buschnick, bitte. Wir haben immer einen Gegenstand für unsere Gäste. Normalerweise hätten wir ja möglicherweise beim Glas Joghurtgebinde an die Frau Weichselbraun denken können. Ja, natürlich. Haben wir aber nicht, sondern dieses Gebinde hat was mit dir zu tun. Fällt dir gleich Joghurtbecher was ein oder soll ich dich noch mehr auf die Fährte führen? Mir fällt nur Frufru ein und das ist ein Flashback, ein sogenannter. Na, aber das wow. Das hast du nicht einmal einen Ferialjob gemacht in einer deutschen Firma? Was? Woher warst du das? Ja, ich bin fit. Kannst du dich noch erinnern? Das kann ich mich erinnern, ich habe in einer Joghurtfabrik gearbeitet. Ja. In die Ferien, und zwar deswegen, weil ich das Geld zusammensparen wollte, für ein Saxophon zu kaufen. Ah, Wahnsinn. Und das war ein Scheißjob eigentlich, weil es war Sommer und ich war dauernd in die Kühlhallen. Also das klingt zuerst einmal besser, wenn es dauert, aber mir hat es nicht so. Wie lange? Zwei Monate durch? Ja, ja. Komplett? Ja, ja. Und, aber du hast nicht so viel verdient, dass du dir ein Saxophon kaufen konntest? Nein, den Rest hat mir dann mein Onkel dazu gegeben. Siehst du? Und seitdem ist der Onkel heilig. Nein, heilig ist er nicht, aber eh, ist okay. Was ist das? Du, Saxophon, du bist einer der klassischen österreichischen Musikbildungsmenschen. Du hast mit der Blockflöte begonnen. So ist es, ja. Brav, Blockflöte. Ja. Nur bist du einer dieser 0,0003%, der das offensichtlich damals schon super gefunden hat und irgendwie hängen geblieben ist. Ja, eigentlich. So gesehen, ich meine, Blockflöte kann ja eigentlich ein Materinstrument sein. Ja. Ja, und vor allem, ich meine, ich verstehe schon vom Pädagogischen her, dass man die Kinder Blockflöte lernen lässt. Das ist gut. Danke. Aber ich habe nämlich selber einmal unterrichtet, Kinder, und ja. Okay. Aber du hast es so schön gespielt, dass du nicht davon abgehalten wurdest. Mir hat's gefallen, ja. Und die Blockflöte wurde dann aber irgendwann einmal gegen die Querflöte getauscht. Ja, da war noch Geigen dazwischen. Aber du hast nicht lang gespielt, weil du gesagt hast, nein, das ist nicht das, meins. Das habe ich gemerkt, dass das nicht meins ist. Ja. War, da habe ich gleich gemerkt, dass ich bin da eher beim Atemzaus und dann ist die Querflöten gekommen. Und war möglicherweise tatsächlich Jethro Tull und Ian Anderson ein Beweggrund? Ja, nein, das ist so Hand in Hand gegangen. Ja. Aber das war auf jeden Fall ein großer Einschnitt, wo der plötzlich da gestanden ist. Ja gut, aber ich war damals ein Teenager und der hat mit diesen abgedeckten Haaren das abgesehen und dann auf einem Fuß. Und ja. Das war unglaublich. Das hat dir gefallen. Und ja, und gut gespielt hat er auch noch. Also war super. Und dann hast du das gelernt. Dann wollte ich das unbedingt machen. Ja, ja. Und das hast du aber gleich so schön gemacht auch, dass du... Na, gleich nicht, würde ich sagen. Es hat schon eine Zeit gedauert. Ja. Trinken wir mal was. Ich habe schon so einen Durst. Ich glaube, die Frau Weichselbraun hat... Darf man mit dem anstoßen? Ja, man darf mit dem anstoßen. Wir dürfen hoffentlich mit dir anstoßen. Prost zu Hause. Prost. Jetzt war er deswegen ein Kühlschrank auf Werbung, können Sie lang warten. Jetzt müssen Sie... Ah. Das heißt aber, die Querflöte mit 16, wenn es richtig stimmt? Ja. Und nein, hat schon früher angefangen, 15. Ja, okay. Mit 15 die Querflöte? Ja, das sind genau die Kärntner, da muss man aufpassen. Und du hast aber nicht nur den Ian Anderson super gefunden, sondern auch den Ravi Shankar. Ja, das war damals die Zeit. Ja. Das ist so, die Nachwehen von der Hippie-Ära sind dann noch so leicht durch Österreich durchgeweht. Bis Klagenfurt. Sogar bis Klagenfurt oben. Ja, weil du hast gesagt, du hast in einem Klagenfurter Schallplattenladen die Platte entdeckt, damals von Ravi Shankar. Das stimmt, ja. Gibt es den noch? Oder gibt es in ganz Österreich kaum mehr Schallplattenläden? Es gibt nicht mehr viel Schallplattenläden. Aber wo kommen denn jetzt die Leute in diesem Internet? Finden sie das alles? Das geht alles in der Cloud umher.
Und da finden sie dann in Ravi Shankar auch. Da findet man alles. Ja. Ja. Da findet man natürlich auch keine Aufnahmen von dir vom Kirchenchor, oder? Weil du warst im Kirchenchor. Nein, man glaubt ja nicht, dass der im Kirchenchor war. Na, geh bitte jetzt hör auf. Wo hast denn du nachgeschaut? Überall. Na, ich bin bitte. So, wie die Frau Weichselbaum gesagt hat, gut vorbereitet. Sehr gut, ja. Das ist erschreckend. Ja. Kirchenchor. Ja, aber das habe ich jetzt natürlich nicht erwartet. Ja, ja, klar. Weißt du, schau, wie war das? Das war in Klagenfurt. Klagenfurt ist noch immer Klagenfurt. Der Teil, wo ich damals war, hieß Weidmannsdorf. Hat es nicht viel gegeben, ehrlich gesagt. Außer dort die Kirchen und die Pfarre. Und die haben halt, das war das einzige kulturelle Zentrum. Und da war natürlich, aber hat es einen Kirchenchor gegeben. Und mit meiner Jungknabenstimme habe ich dann dürfen Solo singen bei der Mitternachtsmette. Wahnsinn. Ja, schaut euch das an. Und mir nicht dabei. Ja, ja. Aber das. Das halt hat damals sicher noch schöner geklungen, was der mit der Unschuld und allen und die schöne hohe Stimme. Sehr lieber wird gefunden, wenn natürlich, wenn man hört Kärntner und man beschäftigt sich mit dir, dann ist natürlich die erste Assoziation das Kärntner Lied auch natürlich, ja. Was dir nicht fremd ist und wo dein Opa offensichtlich auch sehr viele alte Lieder gesungen hat und du hast dein Opa einmal gefragt, warum er so viele traurige Lieder singt und er hat gesagt, die merkt er sich besser. Nein, er hat gesagt, die lustigen merke ich mir nicht. Ja. Und ist bei dir auch so? Nein, jein. Aber singst du, wenn du so singst, man singt ja oft das Gaude, oder? Singst du dann? Sagen wir mal, nein, die bin ich schon eher absurd. Das ist leicht angekränkelt, das Lied gut da unten, wahrscheinlich durch den slawischen Einfluss. Das geht alles ein bisschen mehr so ins Und das magst du? Ich bin so verlassen und ich weiß nicht mehr und wo wir wieder heimkommen und alles. Und der ist gestorben und ich will auch bald sterben und das ist alles. Alles oberschön ist. Ja, so ist es. So ungefähr. Ja. Entschuldige, bitte, die wollte ich jetzt nicht. Na, du, jetzt, das mit so einem Fernsehpublikum, bin ich nicht gewohnt. Ich muss euch unbedingt bitte einen Witz erzählen. Okay. Das umreißt ganz gut die Mentalität zu einem großen Teil. Der geht so. Am Abend in der Stube, der Bauer und der Knecht sitzen sich beim Tisch gegenüber und essen aus der Schüssel aus. Gekaue, Stille. Dann der Bauer zum Knecht. Du, Folte, Valentin. Ja, du hast Viecher gefuttert. Ja. A hust Wasser da. Hast du auch Wasser gegeben? Ja. Du hießt ihn nicht Zulen und Doka. Hättest du nicht tun sollen, du Idiot. Hab ich eh nicht. Ja, so geht es halt dann. Ja, ja. Der Kärntner. Das bereits gibt uns deinen weiteren Weg vor, diese Witzerzählung, weil du schon jemand warst, der sich musikalisch außer da hat und viele Menschen haben auch deinen Witz erkannt. Du warst dann quasi, die hätten dich eingeladen, Radiosendungen zu moderieren, Jazzfeste zu moderieren und so weiter und so fort. Und hast du gesagt, nein, das interessiert dich nicht so. Ja, das war halt damals, ich war ja auch noch jung und wild und ich wollte halt auch der Welt einen Haxen ausreißen und... Ja, das ist daher gekommen, dass ich damals beim Wiener Adorchester moderiert habe, beziehungsweise angesagt, weil niemand wollte es machen und es ist an mir hängen geblieben. Und da sind wir viel herumgefahren in der Weltgeschichte und dann war halt immer bla bla bla. Und dann ist halt einmal der Joachim Ernst Behring zu mir gekommen und gesagt, ja, ich finde das toll, wenn du eine Sendung machst, ja, ne? So, Jasper, das ist mit Humor, das wäre super. Ja? Das war der erste und dann war Gott hab ihn selig und dann der George Grunz, war ein berühmter Pianist aus der Schweiz, der hat dann die Berliner Jazztage gemacht und der ist auch zu mir und sagt, du, wie fandest du es, also, dass du da diese Jazztage moderierst? Ja? Und dann habe ich mir gedacht, ja, eigentlich schon,
super, aber ich würde lieber selber dort spielen. Ja. Mhm. Als Ansagen. Und ich habe mir gedacht, nein, das mache ich nicht. Und vielleicht hätte ich es doch machen sollen. Ja? Was fragst du mich? Naja, du machst es ja. Ja, ich kann ja nicht für dich sprechen. Dann hätten wir euch nicht gemeinsam in der Sendung, wenn ich das selber mache. Jetzt hättet ihr euch nicht kennengelernt, wäre schon das ein Fehler gewesen. Ja. Ja, ja. Na ja. Ja, ja. Ja, eh. Du, Art Orchester, du hast das angesprochen. Ja. Stimmt die mehr, dass ihr, Matthias Rüegg und du, euch am Naschmarkt getroffen habt und die Idee hattet, dieses Orchester zu gründen? Das ist ganz simpel passiert. Da hat es ein Lokal gegeben, das hat geheißen Gärtnerinsel. Da haben sich halt diverse Menschen herumgetrieben, vor allem Musiker, die keine Jobs gehabt haben. Dann habe ich dort mit denen einen Deal ausgehandelt. Die spielt dreimal in der Woche dort und kriegt dafür immer umsonst zum Essen. Ja, hat funktioniert. Und der Matthias, so ist das. Der Matthias war dort ein Barpianist. Mhm. Und so hat man sich kennengelernt. Und da hat er gesagt, ja, mach mir doch mal was im Duo, mach mal was im Duo. Ich sag, ja, gern. Und wir haben auch so viele Freunde gehabt, die auch Musiker waren. Und zu jeder Probe haben wir dann immer er oder ich noch einen oder zwei mitgenommen. Zum Schluss beim Auftritt waren dann 20 Leute. Ja, wunderschön. Jeder wollte halt spielen. Und hat gut gepasst. Hat gepasst. Der Auftritt war bei der Jazz-Gitte im Lokal. Jazz-Gitte war das, ja. Damals war ich noch am Bauernmarkt. Wie groß war das da? Ich kenne das nicht. Das war nicht für so viele Musikanten, das war ja das wenig. War ungefähr so groß wie da. Ja. Also nein, sehr klein für alle, die noch nicht hier waren. Ja, ja, nein, war und, nicht mehr. Und dann hat es das doch sehr, sehr viele Jahre gehalten eigentlich. Ja, das hat es ja, mehr als 25 Jahre gegeben. Ich war die ersten 11 Jahre dabei und bin dann weg und andere Sachen gemacht, aber das ist noch immer weitergegangen. Ja, das war gut. Du hast in Wien noch eine Band gehabt, wie du nach Wien dann gekommen bist, die hat Sokrates geheißen. Ja? Ja. Die hieß Sokrates. Bitte, wo steht das? Das gibt's ja gar nicht. Wenn man sucht, findet man alles. Die Sokrates geheißen hat, findet man schon einen schönen Namen für eine Band eigentlich. Und in dieser Band habe ich gehört, hat ein gewisser Hansi Hölzel einmal vorgespielt, bevor er Falco wurde, weil er dort Bass spielen wollte und du hast ihm nicht genommen. Ja, das. Schön. Das ist kein Gerücht, das stimmt wirklich so. Aber ja, es hat halt irgendwie nicht gepasst. Ja. Nein, gar nichts gegen den. Und ich habe ihn ja viele Jahre später getroffen, wo er schon der Falco war und das alles. Und da hat er mir gesagt, Wolfgang, du hast mich damals nicht in die Band genommen. Da habe ich gesagt, ja, aber bist du mir best? Nein, nicht, das ist ich meine. Sonst hättest du Falco verhindert, wahrscheinlich, wenn du dem aufgenommen hättest. Nein, ich glaube, der hätte schon sein Ding. Es läuft schon so, wie es laufen soll. Ja, meistens. Ja. Und dann ist er so gelaufen, dass du bei Junge Römer mitgespielt hast. Bei Junge Römer war ich dabei, ja. Das heißt, dieses vom Saxophon bist das du? Ich weiß schön. Es nicht mehr. Das ist jetzt so dann gibt es so eine Stelle, das ist eine Pause so und dann ist und das ist, oder? Habe ich so gespielt? Nein, ich kann kein Saxophon nachahmen mit meinen bescheidenen Mitteln. Ja, das wäre möglich. Ich weiß es nicht mehr. Es war aber dass du mitgespielt hast, weißt ja, du noch. Ja, bei der Produktion, also was mit Bläser war, da war noch der Bumi Fieren dabei, ein Trompeter. Und wir haben halt diese ganzen Bläsergeschichten gemacht. Ja. Und das, hast du damals das nicht angemeldet, habe ich auch gehört, oder? Und hast du ein bisschen nein, auf dein Geld warten müssen? Ich habe überhaupt keine Ahnung gehabt von den ganzen rechtlichen Sachen. Und das ist nicht bei der LSG angemeldet worden. Und gut. War es bis heute noch? Ja, sagen wir mal, ich bin deswegen nicht in den Konkurs gegangen. Aber ja, Gott sei Dank. Schön war es schon gewesen. Dich hat es aber natürlich jetzt, kann man so sagen, der Kärntner mit seinen Kärntner Liedern und ein bisschen Saxophon und ein bisschen Kirchenchor und ein bisschen in Österreich oder so. Aber du bist ja weltweit dann total unterwegs gewesen. Ja, aber nicht absichtlich. Das ist da passiert eigentlich, oder? Ja, mehr oder weniger. Also so gesehen, ganz ehrlich gesagt jetzt, war das eigentlich nicht mehr Plan, was weiß ich, berühmt und was weiß ich, in die Welt aussehen und Dings und da alles. Das ist zum Teil wirklich passiert, einfach wahrscheinlich aufgrund einer gewissen Naivität und Neugier, dass man dann kommt man mit Menschen in Berührung von woanders und dann irgendwie unterhalten sich. Und in der Musik geht es ja mit der Kommunikation noch ein bisschen leichter, also anders, weil mit der Sprache, da ist man durch die Sprache nicht so eingeschränkt, ja. Weil da kann man sogar kein ruhig missverständnissprachlicher Ort sein,
dann mit der Musik geht es dann leichter. Ja. Ich habe gehört, du hast bei Color Play gespielt und ja, die hätte dir eine Green Card sogar checkt, dass du in Amerika bleiben kannst. Und das hast du ja abgeschlagen, diesen Vorschlag. Ja, nein, es war der Punkt, wo ich hätte können rübergehen. Und, aber anscheinend ist dann doch der Weidmannsdorfer in mir zu stark gewesen, dass ich mir gedacht habe, ich weiß nicht, also diese Art von, ich habe das ja schon mitgekriegt, weil ich viel drüben war, die Art von Lebenseinstellung oder wie soll man sagen, einfach der Lebensstil und der ganze American Way of Life entspricht mir nicht, also so hundertprozentig, dass ich das jetzt einfach machen würde oder nur, dass man berühmt wird oder was weiß ich oder irgendwas. Also du hast nicht das Gefühl, du hast das versäumt? Oder überhaupt nicht. Okay. Nein, auch. Ich habe noch genug gesehen dort und gespielt und alles Mögliche. Du bist Träger des großen Ehrenzeichens des Landes Kärnten. Ja, schon nicht so, du hast den Preis angenommen, freudig. Ja, ich freue mich eh, ich wundere mich immer nur, weil manche von den Sachen, die ich mit den Kärntner Liedern gemacht habe, haben manche Menschen da drunten nicht so gutiert. Sagen wir mal so. Kann ich mir gut vorstellen. Aber ich habe es nicht, also ich habe es weder verarscht noch, also ich habe wirklich den Gehalt schön ausgebaut irgendwie. Und ich habe den Text behalten, ich habe die Melodie behalten, die Harmonik habe ich ein bisschen verändert, aber von der Stimmung her ist es geblieben, finde ich. Aber ich meine, jeder mag nicht alles. Ja, und ich meine, aber manchmal die Kerner dann auch ein bisschen übertreiben mit der Singerei und. Na gell. Okay. Nein, zwei Kärntner sind schon ein Trio, gell? Aber man hört auch andere Sachen, also muss ich ehrlich sagen, also mit den Terzen ist auch nicht immer so. Aber die Anerkennung des Ehrenzeichens ist schon was, wo man sagen kann, okay? Ja, das war super. Ich habe mich gewundert, dass die überhaupt, weil ich zu der Zeit eigentlich nicht so viel unten war. Ja, eigentlich hat mich gewundert, dass irgendjemand da schon das was mitgekriegt hat von meinen Aktivitäten. Das hat mich schon gefreut, muss ich schon sagen. Siehst du. Und was mich auch sehr freut, ist, dass diese Menschen, die hier sitzen, Denkzettel an euch gerichtet haben. Die haben Fragen geschrieben, die ich selber nicht weiß. Deshalb wird es sehr spannend werden. Und kredenzt werden selbige natürlich vom lieben Johannes. Danke. Ich weiß nicht. Ja. Das ist immer die Stelle, wo ich mir denke, vielleicht sollte ich doch Brillen aufsetzen, aber es geht sich aus. Miriam, ist es schwierig, die Streif raufzulaufen? Ja, sehr. Das hast du gemacht? Nein, immer nur Etappen und dann. Dann haben sie dich getragen. Dann haben sie mich getragen, ja. Wörthersee oder Alte Donau? Das kann man nicht beantworten. Weil egal, was ich jetzt sage, von irgendeiner Seite kriege ich es dann am Schädel. Bist du der gute oder der böse Zwilling? Na, die Melanie ist auf jeden Fall der gescheite Zwilling. Du bist der schachspielende Zwilling. So kennt man das auch. Wolfgang Buschnick, was haben Sie als Kind bei Berufswunsch in das, das ist schön, in das Freundebuch Ihrer Freunde geschrieben? Da war kein Berufswunsch drin, aber einer meiner ganz frühen Berufswünsche war Papst. Das geht sich noch aus. Nein, die haben ja. Ja, sie haben gute Sänger im Vatikan, das muss man ihnen lassen. Welche Sendung möchten Sie niemals moderieren? Ich habe, ich mag mich nicht über andere Leute lustig machen. Also Sendungen, die nur davon leben, dass man auf andere tritt, interessieren mich nicht. Also die Hopperla-Bannen-Show wird es von dir nicht geben? Nein, wahrscheinlich nicht. Hören Sie privat auch viel Jazz, Herr Buschnick? Ja, viel. Jazz, das Wort. Da fürchten sich dann gleich immer alle. Es ist Na, nämlich fürchtest nicht, du dich selbst? Nein, ich fürchte mich überhaupt nicht. Das ist alles nicht so schlimm, wie das klingt. Irgendwie. Aber ich höre auch privat. Eine junge Saxophonistin auch entdeckt, wir haben kurz geredet, ja. Die Anna-Alena Schnabel, die ja. Auch ganz hervorragend ist. Ja, siehst ganz du? Toll. Also auch Weichselbraun hört Jazz. Trinken Sie lieber Weichselschnaps oder Nusslikör? Ich vertrage keinerlei kurze Getränke. Also nichts. Ich vertrage das alles nicht. Das ist leider schwierig, langweilig. Kenn ich. Sehr langweilig. Wie kamen Sie zur Musik? Das gefällt mir gut. Was ist Ihr Lieblingsinstrument? Mein Lieblings. Boah. Alle. Nein, eigentlich die Stimme.
von der geht eigentlich alles aus. Von der Siehst Stimme du? Geht alles aus. Ja? Mhm. Schon. Macht Nein. die Moderation am Opernball wirklich Spaß? Schaut's nicht so aus? Ja, weil ich liebe Live-Sendungen ja? Und daher komme ich eigentlich. Und die, ja. Es ist Marathon, aber es macht sehr viel Spaß. Sonst würde ich es nicht machen. Okay. Und außerdem lernt man immer neue Menschen kennen. Ja, mehr oder weniger. Hm. Ja. Ja. Für dich habe ich noch eine Frage, die mich auch interessieren würde. Ja? Wann tanzen Sie statt Dancing Star zu moderieren? Nee. Machst du das nicht? Nein. Weil? Weil das, ich sehe da nicht meine. Ich sehe mich da nicht. Nein. Nicht so? Nein, weil ich einfach die Sendung zu gut kenne, glaube ich auch. Und meine Rolle ist das nicht. Und. Ich hätte da, glaube ich, keinen Spaß, wenn ich tanzen würde. Das soll nicht so sein. Nein, das soll Man nicht soll so Spaß sein. Man soll Spaß haben. Ja. Man soll Spaß haben und am meisten Spaß werden wir haben, wenn wir diesen Herrn hier dazu bringen, einen, wir haben es zumindest so interpretiert, klassischen Lamour-Hatscher mit seinem Saxophon zu begleiten. Oh, schön. Ich freue mich sehr, Damen und Herren, Wolfgang Kuschnick. Wolfgang Kuschnick! Stand by me.
Wolfi, Professor Buschmich. Oh my God. Kehren wir doch zum Anfang zurück, obwohl die Sendung zu Ende ist. Wie verrückt ist das denn? Ja? Jess Rodal, Ian Anderson und wir haben ihn fast da. Schau, wie er da steht, wie so original. Ein Wahnsinn. Damen und Herren, ich verabschiede mich mit großer Freude mit dieser wunderbaren Frau, Miriam Weichselbraun. Bei diesem wunderbaren Mann, Wolfgang Buschmich. Herzlichen Dank unserem Johannes. Der wunderbaren Band, Harald, Band. Dang. Tirol trifft Kärnten, trifft Niederösterreich, trifft Burgenland, trifft Steiermark, trifft das nächste Mal wieder auf Denk mit Kultur. Ich freue mich sehr, wenn Sie wieder dabei sind. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Wer hat heute schon eine Stunde Zeit, die er widmen kann? Danke vielmals. Mein Name ist Birgit Denk und ich sage auf Wiedersehen!